Willkommen zurück zu Let's Play, du. The Whispered, nein, natürlich nicht. Edna bricht aus hier. Und ich habe etliche Kommentare bekommen, ich soll doch das Stuhlbein mit irgendwas verwenden. Ich probiere es jetzt einfach mit dem Polstern aus, weil. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Wie jetzt? Ach ne, ich habe Ansehen geklickt. Stuhlbein. Nein, verdammt. Benutzt. Stuhlbein, benutzt Stuhlbein mit. Genau, Polster. Das hatte kaum einen Effekt, wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Wo soll ich was Spitzes herkriegen? Ich befinde mich in einer Gummizelle. Würde der Pöpel jetzt sagen. Ist ja auch Wurst. Komm hier, randalier mal ein bisschen. Das geht doch bestimmt. Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Yay, Randale. Jetzt mit Polster? Okay. Das sieht, ja, das ist interessant. Irgendwie sieht der Schlitz anders aus. Können wir weitermachen? Okay. Ja, hopp hier. Machen wir weiter. Och, Menno. Steuerung für ein Popo. Aber solche Probleme hatte ich ja bei TWW auch. Zerschlitztes Polster. Gucken wir es mal an. Ich habe keinen Bock hier Ich weiterzumachen. habe ein Kunstwerk geschaffen. Okay. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Nehmen? Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Okay. Da oben das? Jetzt will ich es noch weniger. Hm? Ja, dann nochmal halt, ne? Ja, machen wir einfach mal so weiter. Gucken, irgendwann wird ja was passieren. Boah, dass ich jedes Mal das Ding neu auswählen muss. Das nervt so ein klein wenig. Aber es ist halt eben das Klassische an diesem Spiel. Ist ja bei den alten Vertretern Monkey Island 2 oder so nicht anders. Oder Zack McCracken. Wovon es übrigens ein Remake gibt. Was heißt ein Remake? Gibt's einige. Wie heißt Fanmates? Also so Fangames halt. Falls irgendjemand Zack McCracken überhaupt noch kennt. Irgendwie wird mir das zu doof. Unten kann man da nur doch da geht's auch noch. Okay. Nein. Ach doch. Wo geht's denn noch? Überall. Da oben nicht mehr, da nicht mehr. Mit Tür. Tisch. Polster, was gibt's doch nicht. Aber irgendwie sieht der Schlitz hier oben anders aus als die anderen. Und der Wärter, ne, nee, doch, der Wärter hat ja behauptet, dass hinter den Polstern ne Dings versteckt sei. Eine Klimaanlage. Ich rede mal wieder mit dem Gitter. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Ja, dann nicht. Ich würde gern noch mehr über Minigolf Ich wissen. würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Erzähl mir mehr über deinen Schläger. Ich glaube, ich habe schon alles gemacht davon.
Erzähl mir. Ich hab dir doch schon alle. Mein Vater. Hier. Ein. Ja, sah ich doch. Warum? Und schlägt. So etwas gemacht. Mein armer Vater. Na, hoffentlich erstickst du hier. Dass ich dir die Klimaanlage anschalte, kannst du jeden. Ups. Fail. Okay. Mm. Reden. Hey. Hallo. Was willst du denn? Stellst du mir. Mal sehen, wenn du dich ab hier. Spät. Ah, okay. Ich würde gerne, ich würde wie immer, bla bla bla. Haben wir, bla. Erzähl mir bla bla. Ah, Gott. Yep. Ein. Scheiße. Naja, geil. Okay, ich kann. Ja. Können wir was anderes? Ungern, aber wenn. Stellst du. Mal sehen, wenn du dich ab hier. Spät. Fuck it, unglaublich. Ich würde. Wer will? Hab ich dich schon. Yep. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas. Können wir was anderes? Blablabla. Hm. Ja, ganz duselig. Und du hast. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Hä? Okay. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Interessant, was ist da runtergefallen? Gar nichts. Luftiger Spalt. Ansehen. Ansehen. Hinter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. Ach ja, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Es gibt eine Hotspot-Anzeige, die anscheinend irgendwie verbuggt ist. Ach, die ist nicht verbuggt, die kannst du nicht mal gedrückt halten. Die kommt mal so, mal so. Okay, das ist interessant, es macht Spaß. Naja, egal. Probieren wir das Ding mal noch weiter aufzukriegen. Oh ja, das sieht gut aus. Gehe zu Lüfter. Ventilator. Stecken wir das Ding doch rein. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Okay. Geh zu Zelle. Schraube. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Das klingt interessant. Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Okay. Harvey? Nein, Harvey ist mein bester Freund. Schraube. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Natürlich. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Das wüsste ich jetzt auch gerne. Was? Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Konnte ich barfuß Polka tanzen? Konnte ich mich teleportieren? Konnte ich mit Delfinen sprechen? Konnte ich 10 Minuten lang die Luft anhalten? Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht. Ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exacto, Lucci. Okay. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Hä? Cool. Was? Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Da. Was meint der denn? Ich bin bereit, Harvey.
Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, tempomorphen mich in die Vergangenheit. Hm, lieber nicht, was genau meinst du mit tempomorphen? Ist ja scheißegal. Ja, tempomorphen mich in die Vergangenheit. Ja, tempomorphen mich in die Vergangenheit. Gib ihm, wuh! Wie du willst, halte dich fest. Jetzt bin ich gespannt.